So, was machen wir als nächstes? Hier ist gerade nichts zu machen, Herrscher der Straße. Wir haben auch keinen Turm. Wir haben zwar noch hier Sprengsätze, aber die sind so schwer. Vielleicht mache ich es aber. Dann hätte ich aber alle, gell? Ach, ich weiß es immer nicht. Das ist so ein Frust. Wir versuchen mal, Azrael und die Feuerwehrleute zu finden. Gehen wir mal nach Bleak Die Island. Randalierer halten überall die Feuerwehreinheit der 17. Wache als Geisel. Wenn ich nichts unternehme, werden sie sterben. Dann versuche ich vielleicht doch nochmal die Rätsel zu machen, weil ich kann euch sagen, wir haben echt nicht mehr viel zu tun in der Hauptstory. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen mit den Riddler-Trophäen mich beschäftigen, aber das war euch ja klar, als ich gesagt habe, 100% und das kommt. Aber immerhin. Ich wollte schon sagen, wurde ich eben überfahren. Immerhin. Ach komm, einmal versuchen wir das jetzt, diesen Virus. Jetzt wäre geil, wenn ich es hinkriegen würde, aber ich weiß es nicht. Wenn die sich selbst beschießen, ist das ja besser für mich. Halt! Gott, hacken wir mal ein bisschen rum. Er steuert eine Drohne! Halt, 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 Raketen! Oh. Hat eine Mamba-Drohne verloren. Ich bleib jetzt mal hier im Rand, bis ich wieder aufgeladen habe. Ich versuch's jetzt halt. Meinst du, dass ich wieder scheitere? Kann ja nicht passieren. Oh. Fucking Rakete. Ich check jetzt auch mal so eine Mamba-Drohne da. Habt ihr mal Spaß damit? Mamba, gehackt! Hey, wieso hä? Zieh dich. Mamba offline. Oh, das war knapp. Geh kaputt. Das mit diesem zwei perfekte Schüsse da in Folge, das machen wir noch. So, jetzt hack mal einen von denen da oben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Okay. Weg mit dieser Mamba-Drohne, ich hasse euch. Ja, no. Jetzt momentan halte ich mich doch ein bisschen. Sehr schön. Oh, oh. Geil. Batman hat eine Drohne zerstört. Schön, alle für mich kämpfen. Lieben kleinen Drohnen. Mamba getroffen. Gut. Aha! Hier ist auch noch einer. Geh sofort. Dich brauche ich nicht, das ist ein billiges Teil. Dragon zerstört. Nur schnell weg von den Raketen. Ah, momentan läuft es doch ein bisschen. Warum ging das nicht immer so? Wie viel ich hier gehackt habe, ist der. Unfassbar. Boah. Achtung. Okay, der ist auch erledigt. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht von meiner eigenen Drohne erwischt werde. Die räumen für mich gerade ab, das ist ja geil. Ich habe gerade voll die Überhand mit den gehackten Drohnen. Mamba zerstört. Jetzt kommen wieder ein paar peinliche. Ah ja, war mal nötig. Ich war unterfordert gerade. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Dann hacken wir doch mal wieder mit den Raketen. Nix da. Halt! Hat eine Mamba-Drohne verloren. Diesmal läuft's. Also ich glaube, diesmal sollte ich es echt schaffen. Ich bin ja schon echt dabei dann schon, wenn das nicht klappen würde. Hey! Mistviech. Macht es sich echt zum Vorteil, wenn man die mit den Raketen halt erstmal hängt, ne? Mamba getroffen. Und das dürfte es jetzt gleich gewesen sein. Denkst du entkommst mir? Ba-bam. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen.
erste Explosion erfolgreich. Die Miliz hat ihre Bombe verloren. Geile Sache. Vielleicht gelingt mir doch dann die hier auch noch. Was habe ich freigeschaltet? Habe ich das jetzt doch freigeschaltet? Warte mal. Treffe ich ihn in einem Gleitangriff? Das muss ich noch machen. Da haben wir alles. Ich schau mal ganz kurz bei den Nebenmissionen. Sagt ihr schon, Aigo, wir kommen zurück zu einer weiteren Folge von... Ja, ich glaube schon, ne? Wenn nicht, jetzt habe ich es gesagt. So. Fail. Egal. Jetzt die zwei perfekte Schüsse in Folge. Das muss ich auch noch machen. Irgendwie wird es mir noch gelingen. Aber sonst habe ich, glaube ich, fast alle... Ah, ne, da fehlt mir noch was. Sonst habe ich aber fast alle AR-Missionen freigeschaltet. Was ist denn das? Locker Gegner mit dem... Achso, das können wir ganz locker einfach schnell machen. Okay. Komm, ich habe jetzt gerade so einen guten Lauf. Versuchen wir es noch einmal. Panzer unterwegs, Sir, mit Flugdrohnen zur Unterstützung. Das Primärziel ist auf der Partition Bridge. Wieso kann ich den da oben nicht... da oben mal flanken. Mamba offline. Drohne zerstört. Gut. Fangen wir wieder damit an. Halt! Die kommen nicht bisher her. Hack mir schnell den nächsten. Raketen, wo, wo, wo? Flug. Machst du auch kaputt? Mamba getroffen. Stress mich nicht und verschwinde. Der Radius hier ist viel zu klein. Okay, da kommt irgendwo eine Rakete. Na, die kommen nicht bisher. Gut. Machen wir mal die Peanuts hier kaputt. Naja, da ist er nicht. Halt! Das war knapp! Au! Batman hat eine Drohne zerstört! So, jetzt schnell weg mit den Raketen. Panzerung hält! Ja, aber nur lange. Nicht mehr lange. 3 Uhr morgens in Gotham City. Ja, könnte man sagen, es ist bestimmt schon nach Mitternacht. Die Panzerung hält. Diesmal schaffe ich's! Chillig. Diesmal habe ich echt einen Lauf. Wahrscheinlich, weil ich mich jetzt nur auf das Gefecht konzentriert habe und nicht versucht habe, das mit den zwei perfekten Zielen in Folge zu machen. Das machen wir ein andermal machen. Dragon offline. Und? Nee, das zählt nicht als perfektes Ziel. Hab eine Drohne verloren. Auf perfekter Treffer mal nicht. Ach komm, wir wollen ab. BAMS! In eure Gesichter. Einladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Sie haben sehr schön. Zerstört, Sir, alle Bemühungen der Miliz zum Trotz. So. Das gefällt mir doch schon viel eher. Jetzt. Sir, Sie haben die Truppen. Feuerwehrleute werden in der Stadt als Geisel gehalten. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Vorher will ich mal gucken, wo hier noch solche Drohnen sind, die ich aus der Luft fischen muss. Falsch, du hast dich an der falschen Stelle hochgezogen, Bats. Keine Ahnung, ich glaube, diese Maschine hat das Ganze verstärkt oder so. Du hast recht. Je näher man dran war, desto eher hat man eine schöne Leiche abgegeben. So ähnlich wie beim Essen meiner Alten, ne? Was ein Blödsack. Ja, aber das ist doch ein Polizeihubschrauber. Wagt er sich trotzdem hier hin? Wir machen den Luftraum frei, komm. Serpent offline! Nicht mit dem Sim Synthesizer, sondern mit dem Elektro. So.
ist der nächste? Oh nein, was habe ich gemacht? Muss ich doch nur dafür sorgen, dass der mich sieht und sich selbst zerstört. Und das machen wir so. Schießende Drohne. Was haut die ab von mir? Jetzt soll ich es aber gleich erwischt haben. Komm schon. Zerstört. Achtung, das ist die nächste. So, den Luftraum habe ich gleich wieder freigemacht. Wieso sind da hinten auch noch welche? Are you kidding me? Ich will nämlich mich wieder zu Bleak Island begeben, weil ich glaube, wenn ich den Luftraum freigemacht habe, dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Zum Teufel. Dürfte es keine Probleme geben, meine Ziele zu finden. Muss ich da erstmal hinkommen? Bis zum Morgen gibt's hier mehr Pflanzen als in einem Naturreservat. Und dann sind naja. Die vom Aussterben bedrohte Spezies. Hier sind schon nicht mehr so viele Pollen, jetzt übertreibt man nicht so Büsche. Okay, ja. Und? Kaputt. So, oberhalb von Big Island. Oh, warte, wo will der Riddler mich hier fangen? Zeit gegen mich zu fahren, Batman. Nun nicht direkt, aber gegen meine theoretische Zeit, in der ich diesen Kurs abschließen würde. Das ist ja kein Problem. Wenn Batman nicht rumglitschen würde. Was? Ich muss da unten? Was? Oh, scheiße! Wo bin ich denn gelandet? Noch weiter! Ach so. Verstehe. Okay. Machen wir es nochmal. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich natürlich mit dem Batmobil hingefahren. Sie ist nicht als Zeitprüfung, Detektiv, sondern vielmehr als Zeitprüfung. Ja, du mich auch. Juhu! Komm schon, Batmobil. Hin. Scheiße, Alter. Was ist dieses? Oh, da war's. Fuck. Was war das? Eine Übungsrunde? Jetzt versuch es noch mal etwas zügiger, bitte. Gordons Signal befindet sich hinter diesem Rolltor. Ich muss ihn irgendwie erreichen. Ja, da will ich jetzt aber noch gar nicht hin, Bats. Weil wir noch ein paar Upgrades. Ich will noch ein paar Upgrades haben. Riddler gefolgt, Mann. Ey. Hier lass ich mal von meinem Batmobil grillen da. Macht den nicht kaputt?
Sag mir, was du weißt. Schon gut, ich rede. Tu mir nur nicht weh. Gut. Das mit dem... Hohoho, Alter. Ich weiß, wie ich es mache. Den Batman. Wenn du jemanden für deine Sache anwirfst, wird dieser dein Schicksal teilen. Du bist allein. Ich weiß, wie ich das mal mit dem. Mit dieser Trophäe mache. Passt auf. Ich mochte Batmans altes Auto. Sah so schön. Halt wie so ein Auto. Das hört sich auch nicht in einen Panzerfahrer mit. Ich weiß, ich hätte schon einen stärkeren Schleudersitz freischalten können. Wollte ich aber noch nicht. Was hat Scarecrow? Lass mir mehr sehen. Yahoo! Hey, ich hätte mein Auto. Oh, da ist es ja auch. Das spart Zeit. La la la. Meins. Halt, nein, da will ich nicht hin. Ich wollte jetzt nach Feuerwehrmännern. Die Randalierer haben die Feuerwehrleute als Geiseln genommen. Wenn sie finden, werden sie das verfolgen. Nach Bleak Island. Und ich glaube... Warte mal. Hey, wieso... Wieso ist über Meagani jetzt wieder sowas? Was ist das denn? Achso, ne, die Liga der Killer machen wir jetzt nicht. Das ist eine DLC-Mission. Nicht Bleak Island, ich wollte... Doch, Bleak Island. Ich glaube hier in etwa... Hier sind die ganzen Riddler-Sachen, die könnten wir auch mal angehen jetzt, ne? Weil ich brauche ein bisschen... Ich muss ein bisschen farmen. Also wir werden jetzt erstmal viel mit Nebenmissionen arbeiten. Weil was eigentlich ansteht ist, das letzte bisschen... Die Story nämlich so weit sonst schon weit durch. Also, na gut, ein bisschen was passiert noch. Aber nicht mehr allzu viel. Das hätte ich in locker ein, zwei Recording-Sessions vielleicht durch. Und ich will mich halt ein bisschen rüsten für diesen Kampf. Hast du was von Scarecrow gehört? Arkham Knight zu tun bekommen. Schau mal gerade, ob ich. Eine Gruppe von Vandalieren finde. Ich nahm euch eure Heuchelei und befreite das angsterfüllte Tier, das in euch steckt. Dankt es mir, Gott. Akzeptiert euer wahres Ich, das ich euch gezeigt habe. What the fuck? Ich will den Riddler Gefolgsmann. Komm raus. Riddler. Rede. Klar, was immer du willst. Das war's. Ich bin längst im Labor. Was übersehen? Lol. Hier oben müsste irgendwo auch noch Astro sein, glaube ich. Jede Wette. Na, ich finde den nicht. Wäre nett, wenn sich Scarecrow in einer der elenden Anzeigen für den Gasangriff entschuldigt. Ich dachte, Astro wäre hier irgendwo zu sehen. Ah, warte mal. Da war was vom Riddler.
muss ich euch alle kaputt machen. Tatsächlich. Und ihr seht jetzt anhand der Schaltkreise dort, wie viele ich von denen zerstören muss, wie oft ich sie zerstören muss. Und wenn alle bezwungen sind, werfen wir einen Battering auf dieses Fragezeichen und dann werden sie quasi respawned. Hey. Und noch einmal. Der mit seinen freaking Robotern da. Gute Nacht. Gute Nacht. So, meins. Cool, ich hab bald wieder einen neuen Schulaufstieg. Ich hätte gedacht, dass ich Ezreal hier noch irgendwo sehen werde, aber vielleicht war ich schon bei ihm hier. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob ich den Feuerwehrmann finde. Ansonsten hört man hier eigentlich noch die Opernmusik. Nope. Habe ich mich eben erschrocken, wie die da unten eben abgingen. Ja, es ist halt ein bisschen leer auf diese Mission jetzt halt, diese Folgen, weil ich mich um die Riddler-Sachen alle kümmern muss. Da unten ist da einer. Hallo! So viel Spaß hier. So viel Stimmung! Ein Batarang. Nur ein bisschen explosiver, als du es vielleicht gewohnt bist. Dein Bein ist verdreht, gell? Ey! Wie viele Knalltüten ich hier bezwingen muss. Nur damit ich den Riddler-Heini mal verhören kann. Mich jetzt mal alle nicht. Jetzt mich verarschen, Betz. Nein! Was war das? Riddler, sag mir alles. Leck mich! Versuchen wir das nochmal. Okay, okay, ich rede. Dankeschön. Nee. Die Mission machen wir nicht. So, ich versuche jetzt nochmal nach dem Feuerwehrmann zu schauen. Ansonsten müssen wir weiter erstmal noch ein bisschen. Das weiß ich nicht. Ansonsten machen wir erstmal ein paar Riddler-Sachen. Irgendwo müsste es aber noch eine Geiselnahme geben. Eigentlich muss man nach einer Mengenanzahl schauen. Machen wir mal das hier. Ach, ich glaube, so eine Mission hatten wir noch nicht. Über den Wert eines Menschenlebens und deinen seltsamen Zwang, selbst die Niedersten von ihnen zu schützen. Selbst die Niedersten. Zum Beispiel den ungebildeten Serienmörder hier um die Ecke. Morgen früh ist er ein toter Mann, wenn die heimlich gesetzte Mikrobombe in seinem Schädel explodiert. Die Hypothese ist simpel. Wenn du dich der Aufgabe stellen musst, einen verdammten Mann in einer Schar von Idioten zu retten, wirst selbst du bald aufgeben müssen. Oh, und hau ihn nicht K.O. Die geringe Gehirnaktivität hält die Mikrobombe von der Explosion ab.